Rund um den Internationalen Frauentag veranstaltete das AMS auch in diesem Jahr wieder einen Informationstag, einen echten Powertag für alle Frauen. Chancengleichheit am Arbeitsmarkt ist noch lange nicht Realität. Viele alte Klischees über die Rolle der Frau in der Gesellschaft halten sich noch immer hartnäckig. Umso wichtiger sind die gezielten Aktivitäten des AMS. Also es gibt zum Beispiel im heurigen Jahr ein sogenanntes Ziel, das Gender Budgeting. Das heißt, wir sollen auf jeden Fall über 50% unserer Fördermittel besonders für Frauen einsetzen. Das heißt, wir schauen besonders, dass wir Frauen, die über keine abgeschlossene Ausbildung verfügen, motivieren, Ausbildungen zu machen, wo sie dann auch Jobs haben, die wirklich auch dann für die Zukunft weisend sind. Beziehungsweise muss man dann auch weiter denken. Viele Frauen haben gute Ausbildungen, sind dann in Karenz, machen eine Babypause und für diese Frauen ist es oft sehr schwierig, wieder Fuß zu fassen. Das Arbeitsmarktservice fördert in der Kooperation mit dem ZAM die Chancengleichheit von Mädchen und Frauen im Erwerbsleben ganz gezielt mit viel Information, Weiterbildung und gezielten Hilfestellungen. Wir bieten den Frauen Beratung an, Orientierung, es steht auch hier neue Perspektiven und wir haben auch Qualifizierungskurse für Frauen. Wir haben erst unlängst gestartet mit einer Büroausbildung, mit Buchhaltung 1, 2, Personalverrechnung. Unser Anliegen ist es auch, dass Frauen auch in den technischen Bereich gehen, weil einfach der Kollektivvertrag besser ist. Und unser Ziel ist es, dass Frauen ein existenzsicherndes Einkommen haben, dass sie ihren Lebensweg auch finanziell selber bestreiten können. Also für mich ist es ganz wichtig, dass Frauen bereit sind, auch Weiterbildungen zu besuchen. Ohne Weiterbildung können sie in der Wirtschaft nicht überleben. Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Frauen. Und da sind wir da, um zu helfen den Frauen. Die Herausforderungen an Frauen im heutigen Arbeitsalltag sind groß. Ein starker Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ein wertvolles Highlight des Frauentages war der Vortrag der bekannten Heilpraktikerin Nana Susanne Flinch. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir die Nana da heute beim Frauentag in Liezen haben und sie wird uns zahlreiche Tipps geben, wie man gesund und fit durch den Alltag mit Familie und Beruf kommt. Mit zahlreichen Tipps, wie Frau gesund und fit den Alltag mit Familie und Beruf schaffen und den umfangreichen Spagat des weiblichen Alltags bewältigen kann, begeisterte Nana ihre Zuhörerinnen. Ich möchte Ihnen heute gern mitgeben, dass man einfach immer an sich ein bisschen arbeiten kann und dass man mit kleinen Dingen und ganz einfachen Dingen sich immer wieder ein bisschen verbessern kann und dass man selbst ist die Frau, einfach selber sehr viel Vorbild sein kann und Botschafterin für alle, die draußen warten und gern was wissen möchten von uns. Und dadurch, dass ich so viel weiß mittlerweile und es nicht für mich selber brauchen kann, gebe ich das so unheimlich gern weiter und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Vortrag wieder halten darf. Und schön, dass ich da sein darf. Der Internationale Frauentag ist wichtig, um aufmerksam zu bleiben und Akzente zu setzen. Frauen dürfen sich ihrer Fähigkeiten bewusst sein und mit Selbstbewusstsein, Stärke und Präsenz nach vorne gehen. Eine Frau mitten im Leben. Woman at Work.